Oh, ich kann nicht mehr runterschalten. Hä? Ah ja, moin. Was war das denn? Welcome back, ihr krassen Dudes, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Projectcast 3. Heute, Leute, heute geht's weiter mit modernen Athleten bei der Road D-Klasse. Heute fahren wir heiße Boa. Oh, warte mal, Road D-Klasse, achso, ja, warte mal, da haben wir doch die Supra, ne? Guck mal, jetzt werden wir schon gezwungen, die Supra zu fahren. In den Wagen steigen. Okay, es ist wieder ein Hotlap-Modus. Achso, ich habe vergessen zu erwähnen, in der Karriere. Willkommen, ja. Na dann, direkt los. Ja, easy. Ich kenne die Strecke zwar nicht, aber easy. Die Strecke ist dann mega schmal. Okay, wir bleiben erstmal hier on track. Wir brauchen Practice. Okay, oh Gott, ist das ein Frechdachsektor? Okay, gut. Genug gesehen. Ich weiß Bescheid. Jetzt wird alles besser. Ja, easy. Oh Gott. Ruhig, Supra. Ja, das ist schon eine verrückte Strecke. Was ist das denn für eine Kurve? 1000G. Hätte ich so viel enger nehmen können, ne? Ist das eine verrückte Strecke? Da, hier müsste man ein Endurance LMP1 Rennen machen. Das wäre verrückt. So haben wir es nie, ne? Trophäe erhalten, zielorientiert. Oh ja, haben wir aber. Hey, wird's ja sowas von. 4 Sekunden. Easy. Nett. Jawohl, gib mir einen Pfeil, gib mir 9K in the Tash. Okay, wir sind gerade sogar 2 Levels gestiegen vom Sound her. Willkommen in Japanesien, auf geht's. X. Keep an eye on the lights, control the wheel spin and let's nail this start. Super ist zu kurz übersetzt. Ich komme damit überhaupt nicht klar am Start. Oh, da wurde ich angeschubst von hinten. 130R. Komplett verkackt. Gott, hier ist wieder die TV total Stocker Crash Challenge vom Sounds her. Überall diese Bumsgeräusche. Oh. Alle fliegen sich ab.
Oh Gott! Sauber Überholmanöver, oder? Oh Gott! Fieser Bumser! Oh, wo geht's denn hier lang? Oh Gott, hey, Aua, reicht! Schon wieder jemand tot! Oh mein Gott, oh Gott! Und durch die ganzen Rausdreher von den anderen Fahrzeugen haben wir die Herausforderung gut gemacht mit hier, ne, drei Sauber Überholmanöver in der ersten Runde. Easy. Komm, Supra. Wir brauchen Power. Und die haben wir. Ist das verrückt. Oh nein, bitte nicht. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ich brauche ein Setup für die Strecke. So wird es, glaube ich, nichts. Ich mir den Abstand nach vorne angucke. Oder wir müssen radikaler fahren. Oh Gott, wie gut die da vorne durchkommen, ne? Okay, wir bauen ein Setup. Raus hier. Finit, der gut Setup. Haben wir überhaupt hier schon? Ne, haben wir noch nicht. Ja, frech. Rein da. Okay. Ist irgendwie der Reifendruck bei jedem Auto gleich in diesem Spiel? Das ist ja schon verrückt. Oh, ups. Ja, das machen wir standardgemäß wieder negativ. Das ist wieder positiv. Hier können wir nichts verändern, hier können wir nichts verändern. Aber das ist frech. Okay, mal gucken, ob das hier schon was gewirkt hat. Komm, von der 2. Oh Gott, oh Gott. Alpin, Obacht. Politiker Mercedes, Obacht. Dich hole ich mir auch noch. Das ist kein Politiker Mercedes, der ist weiß. Möchte gern Autofahrer, Obacht. Hey, coming, oh Gott. Die Kurve ist echt hardcore. Den hole ich mir. In jedem Spiel verkacke ich diese zweite Kurve, ne? Diese zweite Rechtskurve. Ich wollte unbedingt die Herausforderung mit 249 Kilometer pro Stunde schaffen.
an. Ich muss mir den AMG schnappen. Ja, stress mich nicht. That's your best first sector so far. Nice one. Was ist denn hier los? Was macht der denn hier? Glocken tut er. Ja, Leute, das Setup. Der Setup-Flüsterer. Holy shit. Masterpiece. Ja, da sehe ich mich. Warum noch 249? Der hat gerade so erreicht. Heide Witzka. So, X, weiter geht's. Ah ne, die Sieger. Lass mal hier schön begutachten. Hallo. E-Beams. Mal rechts Mercedes, links Mercedes. Und in der Mitte die japanesische deutsche Bruderschaft. Ist doch schön. So, und jetzt zur dritten und letzten Strecke. Das Tolle ist, da in der Meisterschaft wieder nur zwei Rennen zu fahren sind, können wir das heute wieder in die Folge reindrücken, die zwei Meisterschaftsrennen. Das ist doch mal was. So, jetzt kommen Ladebalken. So, X. X. Oh, ich hätte die Bremsen nach hinten verlagern sollen bei Regen. Was ist das denn für eine Sicht? Wer hat das denn eingestellt? Lücke. Great start, mate. Nice one. Das ist, glaube ich, einer der ersten Strecken, wenn man bei Project Cars 2 die Karriere mit der Formula Rookie, nee, Ginetta Karriere beginnt. Das Strecke ist schon, die ist schon cool. Sieht zwar kurz unscheinbar aus, aber die macht tatsächlich Spaß. War Plane egal, wir bleiben auf dem Gaspedal stehen. Okay, jetzt nicht mehr. Mach dich. Moon. Was ist unsere Herausforderung? Oh, warte mal. 10 Überholmanöver innerhalb von 1,30? 10? Wir haben erst 3? Wir sind doch Erster. Du bist doch mehr. Ja gut, dann come on. Das ist ja frech. Okay, wir haben jetzt aber dazugelernt, Leute. Es ist Regen. Schön mit der Bremsbalance nach hinten. Achso, Viereck zum Bearbeiten, ne? Zack. Ah, vielleicht so weit. So,
Das ist ja schön von der 2. Ne, hier kommt von der 3. Hat geklappt. Great driving, mate. Brilliant job. That's a great start, mate. Obacht. Uiuiui. So schlimm ist es gerade nicht mit dem Regen. Sehr schön Schwung holen. Das ist, dann heißt es jetzt 58 Sekunden. Obacht. Fühlt es mir, glaube ich, schlimmer. Ah, wird knapp. Könnten wir aber schaffen. Ah ja, klar. Bei 2 Sekunden oder 1, irgendwas. 1,5. Oh ja. Boah, die Pfützen werden krasser. Viel krasser. Oh mein fucking Gott. Holy moly. Das war eine Pfütze. Wo kommt die denn her? Wurde dahin teleportiert. Kann mir doch keiner erzählen. Es. Manchmal im Lastfahren sieht schon lustig aus. Du fährst der Rechtskurve, aber der Lenkrad der ganze Zeit. Laut Lenkrad fährst die ganze Zeit nach links. Exactly what we needed. I can't believe you've done this. Ja. X. Schnell weg hier. Und was sind wir gefahren? 0,56,7. Ja, 1,3. Die Sieger. Voila. Nett. Absolvier Runden mit der Cockpit-Kamera. Oh yeah. Ach, guck mal, bald schon Fahrer Stufe 4. Was kommt denn? Bei Stufe 3 haben wir ja die Trophäe bekommen mit hier Veteranenstatus oder irgendwie so ein Quark. Was kommt jetzt? Einfach nur. Trophäe heißt dann einfach nur Gott. Oder. Gotteswürdig. Thanos liebt dich. Irgendwie sowas. Das wäre doch mal lustig. So, und jetzt heißt es Meisterschaft. Obacht, wir kommen. In Abu Dhabi. Dubai. Autodrom. Klapp. Ja. Rein da. Dann halt kein Nissan. Ach ja, die ganze Serie ist mit hier Fahrzeuge von 2010 bis 2020. Das sieht mir nach einem alten Bild von Dubai aus. Ich meine, da sind auch überall Baukräne. Also mittlerweile wurden die Häuser abgerissen und von der Größe einfach verdreifacht. Die Sonne würde man gar nicht mehr sehen. Alles zugemüllt.
mit Hochhäusern. Wo das auch schon seinen Charme hat. The Road D-Cup, auf geht's, rein da. Ach ja, warte mal. Wir fahren jetzt im Trocknen, ne? Ich will nur mal kurz die Bremsen verlagern. So. X. Raus hier. X. First race. Come on, you earned your seat. Now show 'em why. You earned your seat. Ach komm, von der 2, weil es so kurz übersetzt ist. Wow, habt ihr das gesehen? Der Move? Ich nach rechts, muss da nach links. Das war ja 10 von 10 abgesprochen. Dick rum. Was das für eine schmale Strecke ist, ein halber Teststreck. Was? Teststreck? Okay, wenn man sich nicht entscheiden kann zwischen Test-Track und Teststrecke. Also Teststrecke, Test-Track, Teststreck. Frech. Ist das frech? Quatsch. Gott, oh Gott. Deutsch, egal welcher Kurs, was ist das? Aber hey, P1. Jetzt heißt es erstmal hier schön entspannen. Alright, alright, okay. Ups, Obacht. Hey, wo sind die Jaguars? F-Pace oder wie die Dinger hießen? Oh, letzte Runde. Wir sollten an den Mustang vielleicht vorbeifahren. Und dann den fucking Civic. Was ist denn mit ihm los? Was ist mit dem Civic los? Der komplett Bock. Der Mustang-Fahrer macht ernst. Okay. Wir brauchen ein Reinbremsmanöver. Reinbremsmanöver. Oh! Ja, also. Easy. Aber ja. Noch nicht mal knapp. X. Oh. X. Wiederholung speichern. Guck mal, wenn er fast mit einer halben Sekunde gewonnen ist. Super viel. Seizure. Skip. 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 Ah, nett. Skip. Come on. Skip. Skip. Hört man das eigentlich, wie lange ich schon auf X drücke, um alles wegzuskippen? Und jetzt das letzte Rennen der Meisterschaft. Obacht, wo fahren wir?
Silverstone. National. Hey. X. Ich muss sagen, die Musik hier im Spiel ist schon schön entspannt. Oh nein, wir haben Silverstone-Wetter. Runter mit den Bremsen. Ja, komm, wir machen jetzt diesmal 40%. Um zu gucken, ob das gut ist oder nicht. Schwierigkeit passt noch? Es passt noch. Und X. Warum ist unser Auto rot? Wieder von der 3. Oh, Karglas. Scheibe ist RIP. Was ist mit meinem Pin los? Oh, haltet mich auf! Ah! Gott, oh Gott. Komm, jetzt auf der Geraden haben wir doch sowas von mehr Power. Plus Windschatten. Ups. Und diese schnelle Strecke mit den schnellen Kurven, das könnte gleich mit den zunehmenden Pfützen ganz schön hässlich werden. Wir müssen einfach schneller fahren, als das Wetter reagieren kann. Von diese Pfützen, die kenne ich noch, also die gerade hier, vom Podcast 2. Ist doch irgendwie so ein Einladungs-Event, wo es dann hier richtig nass war. Das war elendig. Okay, die Pfützen wären nicht schlimmer. Kann auch vielleicht da liegen, weil es nicht regnet. Oh, Karglas. You've just set the fastest first sector time. Ah, ist ja schon die letzte Runde. Ja, Mensch. Easy Clap mit der Meisterschaft, wie man heutzutage sagen würde. Oh, Karglas. Aber wieder kurz die Scheibe RIP. Ja, ey. Ja. Ach, KI, er hätte jetzt besser machen können mit der Wand. Was sind das gerade für Sounds? Das ist doch gar nicht in-game gewesen. Das hat sich ja ganz seltsam angehört. Ja, der Regenmeister, nicht nur in Formel 1, auch in Projekt Auto 3. Wobei, ich sag's immer wieder, ne, Cars, im Project Cars steht nicht für Autos, sondern für Community irgendwas. X. Solide gewonnen. X. Ja, da finden sich Balken. Ja, X. Weg hier. Ah, zwei Pfeile doch, da sind wir Fahrerstufe 4. Kurz vor Level Thanos. Wie viele Fahrerstufen gibt es eigentlich? Wenn 3 schon Veteran ist, müsste eigentlich jetzt schon aufhören. Aber was ist krasser als Veteran?
Wirklich eigentlich nix. Zweifacher Thanos-Level. Super Saiyajin God Mode. Was gibt's noch? Dritter Hokage. Okay, reicht jetzt. Nun gut, Leute, ich würde mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Wertung da. Und ich bin dann mal raus. Haut rein, bye bye and have a great time. Bye, have a great time.